Mein Name ist Günther Getzinger. Ich bin von meiner Ausbildung her Philosoph und technischer Chemiker und mein Beruf ist genau in der Mitte. Ich denke über Technik nach. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern in erster Linie gemeinsam mit Technikerinnen und Technikern. Und habe jetzt die spannende Aufgabe übertragen bekommen, die Science, Technology and Society Unit an der TU Graz zu leiten. Meine provokante These zur Informationsgesellschaft oder zur Informationstechnologie ist, dass ich glaube, dass in 5 Jahren, vielleicht auch erst in 10 Jahren, das Recht auf Vergessenwerden durchgesetzt ist. Der Kollege Viktor Meyer-Schönberger aus Oxford hat diese These aufgestellt, wie wichtig also dieses Recht auf Vergessenwerden ist. Und ich stimme dieser These voll und ganz zu und glaube auch, dass das mittlerweile in der Politik angekommen ist und im Gesetz, im Recht angekommen ist. Das heißt, in 10 Jahren glaube ich, dass dieses Recht verwirklicht ist. Das ist jetzt ein bisschen provokant, gerade für Informationstechniker, gerade für Menschen, die diese Informationsgesellschaft ja auch vorantreiben und die viele positive Seiten hat. Aber ich glaube, dass es auf der anderen Seite auch sehr, sehr wichtig ist, gerade fürs Individuum. Wenn wir in uns gehen, werden wir das auch erkennen, dass man auch manche Dinge vielleicht einmal vergisst, in der Erde begräbt, nicht mehr dran denkt, unangenehme Dinge, von denen wir nicht wollen, dass wir daran erinnert werden oder dass andere Menschen darüber Bescheid wissen. Ich glaube, das Recht auf Vergessenwerden ist ein ganz, ganz zentrales und das wird in 10 Jahren durchgesetzt sein. Dahinter steht das Recht auf die eigenen Daten. Ich bin felsenfest davon überzeugt, jeder Mensch hat ein Recht auf seine Daten. Das ist sowas wie meine Wohnung, mein Auto, mein Haus, was auch immer, meine Zahnbürste. Das gehört wirklich mir, meine Daten gehören mir, davon bin ich felsenfest überzeugt. Und deswegen glaube ich, dass ich auch ein Recht haben sollte und haben muss, darauf zu bestehen, dass auf bestimmten Datenträgern Daten von mir drauf sind, dass diese Daten auch wirklich gelöscht werden. Das ist mein Recht, die gehören eigentlich mir. Da kann ich nochmal so oft auf dieses Anrecht verzichten. Ich glaube, dieser Verzicht sollte mit einem Ablaufdatum versehen sein. Das heißt, nach einer gewissen Zeit sollte dieser Verzicht aufgehoben werden und es soll wieder ein Recht bestehen, dass bestimmte Daten von mir gelöscht werden. Wir wissen beispielsweise, dass Bewegungsmuster etwas sind, was Firmen sehr, sehr interessiert. Das sind sehr wertvolle, sehr teure Daten. Man kann sich vorstellen, dass ein Einzelhändler in einer Fußgängerzone großes Interesse daran hat, zu wissen, wie viele Leute und vielleicht sogar wer, mit welcher Kaufkraft Menschen dort an seinem Geschäft vorbeigehen. Wie gesagt, ich glaube, dass das grosso modo, so es anonymisiert ist, einigermaßen unproblematische Daten sind. Trotzdem möchte ich die Firma, die meine Bewegungsdaten aufzeichnet, vielleicht nach 5 Jahren auffordern können, alle diese Daten einmal zu löschen, dass da einmal Tabula Rasa gemacht wird. Ich will einfach nicht, dass das irgendwo gespeichert wird und womöglich letztlich mit meinem Namen verbunden werden kann. Und wir wissen genau, dass das letztlich immer ganz gut möglich ist. Ich glaube, dass diese Forderung nach sozusagen dem Ermöglichen von Vergessenwerden von bestimmten personenbezogenen Daten zu mir selber oder zu uns wieder eine neue Sensibilität, was Privatheit bewirkt. Also Menschen sollen wieder deutlich unterscheiden, glaube ich, zwischen dem, was privat ist, was sie eben nicht preisgeben wollen oder nur für eine gewisse Zeit preisgeben wollen und dann auch wieder zurücknehmen können oder eben wirklich auch vergessen können. Das eigene Vergessen, das im Übrigen eine großartige Erfindung der Natur ist, dass wir auch vergessen können, was sehr angenehm ist, dass man gewisse Dinge eben nicht mehr denkt oder ja, sie einfach weg sind aus unserem bewussten Sein zumindest, sollte sie auch maschinell abbilden, sollte auch dort abgebildet werden und vergessen sollte auch im Bereich der gespeicherten Informationen stattfinden, damit wir wieder mehr und besser ins Bewusstsein kriegen, was eigentlich das private Leben ausmacht, was uns ausmacht, im innersten Kern. Ein bisschen zwiebelschalenartig. In der innersten Zwiebelschale, da möchte nur mich und meine Frau, meine Kinder, vielleicht nur ein paar Freunde und dann ist aus. Keine Facebook-Freunde, sondern meine echten Freunde. Facebook-Freunde ist schon die nächste Zwiebelschale. Das ist
eine andere Art von, auch von mir aus, Privatheit oder eigentlich schon Öffentlichkeit. Weil jeder weiß, das, was ich da draufstelle, das kann im Prinzip fast jeder sich anschauen. Also da muss man sehr unterscheiden zwischen unterschiedlichen innovativen Entwicklungen. Ich denke mal, man sollte zu jeder Innovation, da bin ich ganz bei dem Philosophen Hans Jonas, gut die Folgen überlegen, die sie für die Gesellschaft haben. Angesichts dieser Folgenabschätzung kann man dann sehr, sehr leicht sagen, ist das eine unproblematische oder weitestgehend unproblematische Technologie, wo du nicht viel machen musst, außer die ökonomischen Rahmenbedingungen klären. Oder gibt es doch Probleme und Herausforderungen, dann muss sie die Philosophie, die Ethik, die Gesetzgebung überlegen, wie man diese Probleme dann auch wirklich in den Griff kriegt und hintanhaltet. Man kann fast alle Technologien so steuern, so einbetten in Gesellschaft, dass negative Wirkungen hintangestellt sind. Einige wenige Ausnahmen gibt es. Bei Kernkraftwerken bin ich mir sehr sicher, dass das eine Fehlentscheidung war, in Kernenergie zu investieren. Wäre es besser gewesen, gleich von vornherein in Wind und Sonne zu investieren. Aber bei den allermeisten Technologien ist es so, dass man größere, kleinere Probleme am Horizont sieht, mit Hilfe einer Prognose, mit Hilfe einer Technikfolgenabschätzung und diese Probleme dann auch bewältigen kann. Da braucht es manchmal Gesetze, Verordnungen, manchmal braucht es nur irgendeine Art Übereinkommen unter den Entwicklern. Wichtig ist, dass man da immer wieder die Entwickler selber, also die Techniker und Technikerinnen einbezieht, die im Bereich der Software beispielsweise einfach den Algorithmus schreiben. Der Algorithmus entscheidet sehr viel. Sehr viele, aber nicht alle Technologien bergen auch ethische Herausforderungen in sich. Warum? Technik ist Macht. Technik bedeutet Macht. Und immer wenn der Mensch mit Macht in Berührung kommt, ist er ein bisschen auch in der Versuchung, sie zu missbrauchen. Ich unterstelle es überhaupt nicht der Mehrheit. Meistens wird Technik sehr, sehr gut, sehr im Sinne der Gesellschaft, für die Gesellschaft genutzt. Aber Macht neigt manchmal auch zu Missbrauch. Das einzige Instrument, was wir dagegen entwickelt haben, ist Ethik, damit wir uns überlegen können, was ist gutes Handeln, was ist schlechtes Handeln. Letztlich wird Ethik natürlich dann zu Politik und Politik wird umgemünzt in Gesetze. Gesetze sind die Rahmenbedingungen, an die wir uns alle zu halten haben. Die digitale Gesellschaft von morgen arbeitet weniger, das steht fest, weil einfach die Maschinen so fleißig sind. Die Maschinen werden immer besser, immer klüger, immer intelligenter, vielleicht unter Anführungszeichen, vielleicht aber auch nicht. Und dadurch wird Arbeit insgesamt in unserer Gesellschaft, insbesondere im entwickelten Norden, weniger. Wir müssen also die Arbeit neu verteilen. Wir müssen schauen, dass Menschen Arbeit haben, vor allem wenn sie Arbeit haben wollen. Arbeit ist ein zentraler Punkt für unseren Lebenssinn. Das gibt schon ein gutes Gefühl, abgesehen davon, dass wir ein Einkommen brauchen und haben. Aber es geht auch um den Lebenssinn und da ist schon ganz gut, wenn man sich über 40, 50 Jahre ein Projekt sucht und an dem wirklich intensiv arbeitet. Also Arbeit ist eine große Herausforderung in dieser digitalen Zukunft. Ich glaube aber auch, dass wir vielleicht in dieser gewonnenen Freizeit wieder mehr nachdenken sollten darüber, was eigentlich ein gutes, ein geglücktes Leben überhaupt ausmacht. Jeder einzelne von uns sollte sich das überlegen, gut überlegen. Und dann überlegen, wie können uns die Maschinen, die digitalen Maschinen, die Rechenmaschinen, wenn man das so abstrakt formulieren will, dabei unterstützen, unser Menschsein besser zu leben. Wovor ich warne? Ich warne vor einer geteilten Gesellschaft. Nämlich jene, die eigentlich zu viel arbeiten, 50, 60 Stunden in der Woche, 12 Stunden am Tag, weil sie so gut sind, weil sie so gefragt sind, dass sie sozusagen sich selber mit einer unglaublichen Leidenschaft ausbeuten. Und jenen, die keinen Job haben, die aus irgendeinem Grund wegdigitalisiert wurden. Das wäre eine große Gefahr. Ich glaube, wir müssen versuchen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt aufrechtzuerhalten. Das heißt, Arbeitszeit zu verkürzen.
Das wird nichts daran ändern, dass es einzelne Leute gibt oder gar nicht so wenige, die wirklich weiterhin sehr, sehr viel arbeiten und arbeiten müssen und dafür auch hoffentlich ordentlich bezahlt werden. Aber wir müssen dringend versuchen, Massenarbeitslosigkeit zu verhindern. Nicht so sehr wegen dem Geld. Das ist schon auch wichtig, dass Menschen ein Einkommen haben und eine Kaufkraft haben. Aber vor allem auch wegen der Sinnfrage. Du stößt da immer wieder die Frage, was für einen Sinn hat mein Leben eigentlich? Das sind manchmal private Antworten. Ich versuche, ein guter Familienvater zu sein, ein guter Ehepartner zu sein, aber hat oft auch was mit der Arbeit zu tun. Dass du eine Arbeit hast, dass du überhaupt eine Arbeit hast, ist sehr, sehr wichtig. Das wäre eine der größten Gefahren, die ich sehe. Aber im Moment schaut es noch nicht danach aus und wir alle müssen daran arbeiten, dass dieser Zusammenhalt in der Gesellschaft erhalten bleibt. Das ist auch eine Art politische Aufgabe für uns alle.